Ich werde attackiert. Hilfe, schnell weg mit mir. Nein, 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 nein. Ach, sie will nur zu mir, weil ich die Blumen in der Hand habe. Okay. Aber ich will ihr auch nicht hauen, ne? Und wir sehen uns. Dankeschön. Aha. Ausgetrickst. Jetzt hier wieder und im Sinn der Folge 1370. Das ist schon mal nicht schlecht, was man so da hat. Wunderbar. Wir haben wieder keinen Platz mehr für weiße Tulpen, ne? Kann das sein? Ne, das heißt schon wieder, wir haben einfach nur keinen Platz dafür, tatsächlich. Orange können wir auch nehmen. Wunderbar. Nehmen wir alles mit. Das sind auch teilweise Deko-Blumen und sowas, die wir uns da auf jeden Fall mitnehmen können. Wunderschön. Ja. Oxeye Daisies mache ich mit den Light Gray oder was mache ich mit dem? Mit dem mache ich Light Gray, okay. Da weiß ich noch nicht so ganz, ob ich so viele tatsächlich von dem brauche. Den blauen nehme ich gerne mit, weil das ist ja auch nur Lapis Lazuli. Und Lapis Lazuli habe ich tatsächlich auch, glaube ich, gar nicht so viel. Cornflowers haben wir zwei Stacks gehabt. Also, da. Wir nehmen auf jeden Fall das mit, was wir mindestens mal auf diesem Flowerfeld ist und dann müssen wir mal gucken, wie und wo und was wir da weiterfahren, beziehungsweise was wir noch da haben. Ich denke nämlich, dass wir quasi alles haben. Wir müssen halt ein bisschen Kakteen und sowas zum Beispiel noch anbauen. Die fehlen uns dann theoretisch auch noch so zumindest so ein paar Stück. Aber gut. Zack. Zack, zack, zack. Guck mal, da ist man so schnell mit der Maus, dass man da drüber huscht. Ohne wirklich den Block zu treffen. Ja. Zack. Oh, guck mal, nochmal orange Tulpen. Pinke Tulpen nochmal. Nicht schlecht. Ah, hier sind ein paar Blumen. Ja, hier sind definitiv ein paar Blumen. Eventuell könnte man sogar tatsächlich sagen, man lässt so ein paar von diesen Blumen hier. Weil alle können wir nicht mitnehmen, weil guck doch, das sind so viel zu viele. Ich würde sagen, das ist dann auch so gleich auch des Guten hier. Wir haben hier schon wieder eine Art von Tulpen, leervoll, wie auch immer. Wollen wir denn die Tulpen? Habe ich die Schalkerbox eben liegen lassen? Ne, hier ist schon die richtige. So, was haben wir denn noch an? Die Peonies können da oben rein, die Pinktulpen können da rein. Dann können wir jetzt nämlich hier nochmal einsammeln. Wunderbar. Wunderbar. Raus mit dir, du auch. Sticks brauche ich doch gar nicht, das ist doch Blödsinn. Das ist doch. Ist Platzverschwendung, ist das. So, zack, zack, mitgenommen, alles mitgenommen. Die auch mitgenommen, wunderbar. Sehr schön. Einmal hier schön durchlaufen. Ah, und alles mitnehmen. Dankeschön. Wunderbar. Das ist doch. Macht doch Spaß, hier so schön Sachen abzubauen. Geht es bestimmt runter in eine tiefe Höhle. So, doch, wir können sie tatsächlich mitnehmen. Ich dachte gerade kurz, wir können sie nicht einsammeln. Naja. Da. Und dann können wir jetzt mal schlafen legen, weil jetzt ist definitiv Nacht. Was wir mal gucken können, ist, wir können mal ganz kurz auf Options, genau, auf Hard. Das ist schon richtig so mit der Difficulty. So. Also ich würde sagen, da wir sowieso definitiv hier jetzt schon mal das Ganze hier, also
nicht alles abbauen können, können wir auch gerade eigentlich uns mal ein bisschen was an Raketen gönnen. Dafür brauchen wir dann tatsächlich die Ender Chest, müssen dann hier die Schalkerbox mit denen rausnehmen. Müssen dann hier eine Schalkerbox mit Flight Duration 1 rausnehmen. Schmeißen die wieder da rein, schmeißen die dahin und die nehmen wir wieder mit. Zack, zack, boom. Und fliegen jetzt so nach Hause. Da wissen wir jetzt definitiv schon mal, wo wir hier so einen richtig schönen Flower Forest haben. Und da können wir doch noch zukünftig hin. Ich meine, ja, man hätte sie ja auch notieren können, aber gut. Das nächste Mal würde ich sagen, tatsächlich. Jetzt erstmal nicht. So, theoretisch gesehen in die Richtung, bis wir wieder zurück sind. Oh. Wunderschön. Super, 1, 2, 3 hier, das ist doch geil. Nur ein Sumpf wieder, braucht man eigentlich auch nicht. Ja, schön die Berge einfach mal außen rum weg. Na, mal gucken. Müsste ja gleich dann theoretisch gesehen hier nach dem Wald fast da sein. Zick. Wunderschön. Ja, guck, da ist schon gleich der Fluss, den wir quasi so fast brauchen. Der für mich dann sorgt, dass wir dann quasi fast da sind. Wunderschön. Ja, da ist es schon mal, also der Fluss sei schon das Meer quasi. Meine ich natürlich. Da sind wir nämlich schon mal wieder fast zu Hause. Wunderschön. Nein, 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 wir dürfen nicht nach Hause. Wir dürfen nicht nach Hause. Wir machen sonst einen ganz großen Fehler. Wir wollten doch dran denken, wir haben noch Bad Omen. Wir brauchen Kühe. Haben wir Kühe noch hier oder haben wir die alle verschleppt? Hier sind schon mal Schweine und Pferde und Kühe. Jetzt brauchen wir nur noch einen Eimer. Ein Eimerchen. Aber wir hatten bestimmt irgendwo auf jeden Fall definitiv Eimer drin. Wenn nicht, haben wir die hier irgendwo in der Ender Chest. Hier haben wir zumindest zwei Wassereimer. Das heißt, von diesen Wassereimern können wir theoretisch gesehen einmal da so machen. Dann können wir so machen. Zack. Dann ist der Bett oben Effekt weg. Ne, den da rein. Den da rein, den da rein und den. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Doch, zwei Raketen kaputt gemacht. Ne, wollen die Richtung. Oh, guck mal, hier gibt's Schnee. Ui, Schnee. Oh, wie schön der Schnee war. Aber jetzt müssen wir doch wieder leider heimwärts. Schade drum. Also, ist ja. Ist ja, wo bin ich? Oh, wir sind einfach mal ganz kurz ein bisschen falsch abgebogen. Kommt das hin? Ja. Ups, einmal falsch abgebogen, da fliegen wir diesmal von der anderen Seite dahin. Ist auch nicht schlimm. Ist ja nicht so schlimm. So, wo sind wir denn jetzt gleich? Da. Da sind wir gleich da. Wunderschön. Zack, zack, zack. Was macht die hier draußen? Also, die ist bestimmt aber mal irgendwann abgehauen. Ist okay, ist okay, ist okay.
Wunderbar, so jetzt können wir nämlich eigentlich theoretisch gesehen hier mal eine Doppelchest hinsetzen. Nochmal mit Blumen. Eine Doppelchest mit Blumen. Also da können wir nämlich alle Sorten Blumen mal reinschmeißen. Zumindest, dass wir die ein bisschen sortiert haben. Die, die wir jetzt halt haben. Das heißt, zack, 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 zack. Einfach mal alles hier rein. Dann und ich würde sagen, die großen Blumen tun wir mal schon mal hier unten hin sortieren. Die Peonies müssten 4 Stück in der Zahl sein. Zack, zack, zack. So in der Theorie her gesehen müssten es 4 sein. Die Liliac haben wir. Ne, die Liliac haben wir nicht. Die Liliac ist. Keine Ahnung, wo verschollen. Wahrscheinlich. Ne, da nicht. Oder wenn dann so. Zack, 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 zack. Die Peony. Zack. So, dann können wir die noch dabei tun. Blue Orchidee. So, hier können wir dann mal die hinschmeißen nochmal. So, zack. Ja gut, roten Poppies, die können wir eigentlich woanders hinschmeißen. Das ist ja lustig. So, wir haben doch noch ein paar mehr von denen da. So, sprich von denen und von Oxeye Daisy. Pink Tulip. Da ist noch Pink Tulips. Da Liliac, also Lilac. Und da haben wir definitiv schon mal alle. Und wenn wir jetzt die nehmen und können die dann hier hinsetzen, haben wir irgendwo Erde. Ne, haben wir nicht. Haben natürlich überall, wo Erde ist, Erde weggenommen. Haben wir hier Erde? Ist die Erde irgendwie. Oh ja, komm, ich will sie nur einsammeln. Dankeschön. Da können wir nämlich jetzt sagen, wir nehmen die Erde. Wir setzen die Erde einfach mal hier hin. Spielt da gar keine Rolle. Dann haben wir nämlich hier zum Beispiel schon mal ein Ende seit da rein. Und da können wir uns noch mal ein bisschen Knochenmehl holen. Da können wir nämlich ja kurz diese Blumen vermehren. Müsste doch eigentlich in dieser Version funktionieren. Zack, zack, zack. Und da können wir jetzt hier mal 32 von den Liliacs gleich herstellen. Also so, dass wir dann quasi 40 haben. Ne, nicht 40, 42. Ne, 41. Ich habe ja keine hingesetzt. Und so kann man mit zack, 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 zack. Zack, 41. Perfekt, guck mal, haben wir jetzt 41, damit können wir jetzt schön Magenta Dye machen. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wie wir farbentechnisch gesehen weiter ausgestattet werden können. Und ja, also schalte nächste Folge wieder ein, nicht verpassen. Daumen hoch, ganz, ganz wichtig, und abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast. Bis zur nächsten Folge.